Hallo du, schön, dass du dabei bist, aktiv in dein Herz und in deine Selbstliebe zu fühlen. Die Übung habe ich aus meiner schamanischen Ausbildung und bin sehr dankbar, diese hier mit dir teilen zu können. Also lass dich einfach mal drauf ein und mach mit. Um es dir ein bisschen schöner zu gestalten, kannst du dir ein paar Kerzen anzünden. Vielleicht hast du ja auch ein leckeres Duftöl oder in meinem Fall ein Stöfchen, worauf du getrockneten Fenchel, Kamille, Harz oder in meinem Fall einfach Salbei darauflegen kannst. Das musst du natürlich nicht machen. Du kannst dich auch einfach nur auf einen Stuhl setzen und die Augen schließen. Aber da ich es immer gerne gemütlich habe, mache ich diese Übung am liebsten im Liegen. Deshalb, wenn du Lust hast, hol dir eine bequeme Unterlage wie eine Yogamatte oder einfach nur eine Decke. Ich benutze für Meditation oder Reisen gerne mein Schafsfell. Dann fehlt natürlich noch ein gemütliches Kissen, damit dein Kopf auch weich liegt. Und als letztes noch eine Decke, damit dir auch schön warm ist. So, bereit? Dann können wir starten. Lege dich als erstes bequem hin und schließe deine Augen. Nimm deine Hand und lege deinen Daumen in deinen Bauchnabel, sodass deine Hand auf deinem unteren Bauch liegt. Somit gehst du aus deinem Verstand in deine Intuition, da du deine Aufmerksamkeit verschiebst. Entspanne dich. Lass den ganzen Alltag hinter dir und konzentriere dich nur auf das Hier und Jetzt. Ich möchte dir noch eine Atemtechnik mit an die Hand geben, die du auch im Alltag ganz gut nutzen kannst, wenn du gestresst bist und mal runterkommen möchtest. Dafür atmest du jetzt 4 Sekunden durch die Nase ein, hältst kurz die Luft an und atmest 7 Sekunden durch die Nase wieder aus. Das Ganze wiederholen wir 3-mal. Vielleicht merkst du schon langsam, wie dein Körper immer schwerer wird und du dich immer mehr entspannst. Vielleicht spürst du auch ein leichtes Kribbeln. Jetzt lege deine Hände auf dein Herz. Fühle, wie es in deinen Händen pocht. Wie hört sich dein Herz an? In welchem Rhythmus schlägt es? Höre und fühle genau hin. Spüre, mit welcher Kraft es dein Blut in deinen Körper pumpt und dich damit tagtäglich am Leben hält. Danke deinem Herzen einfach mal, dass es für dich jeden Tag so kräftig schlägt. Um jetzt das Gefühl von Liebe zu spüren, denke an einen schönen Moment in deinem Leben oder an eine Person, welcher du vielleicht danken möchtest. Denke an einen Moment, den du mit deinen Freunden erlebt hast oder nur mit dir alleine, als du zu Hause durch dein Zimmer getanzt bist. Vielleicht denkst du auch einfach an deine Eltern, die dich großgezogen haben oder an einen besonderen Freund, der dir wichtig ist. Vielleicht spürst du jetzt, dass sich schon was verändert. Vielleicht merkst du jetzt, dass dir warm wird oder dass dich etwas umhüllt. Vielleicht musst du auch grinsen oder sogar weinen. Alles ist okay und gut so, wie es ist. Fühle nochmal genau hin, was sich verändert. Atme jetzt nochmal tief ein und aus.
So, jetzt kannst du langsam wieder zurückkommen. Genau in deinem Tempo. Wackle, wenn du möchtest, mit deinen Füßen, um wieder in deinem Zimmer anzukommen. Nimm deine Hände nach oben und strecke dich. Genau so. Wenn du jetzt bereit bist, mach deine Augen langsam auf. Setz dich auf. Atme nochmal tief ein und aus. So, ich hoffe, du hast die Liebe in deinem Herzen gespürt und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich natürlich, dich auch wieder im nächsten Video zu sehen. Hab noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.